Hallo, heute zeige ich euch eine Lampe von Louis Paulsen aus dem Jahr 2016, also eines der ganz neuen Designs. Designt wurde die Lampe von der Schwedin Clara von Zweigberg, die eigentlich Grafikerin ist, sich aber hier mal an den Lampen probiert hat, wie ich finde auch sehr gelungen. Wir sehen hier zwei verschiedene Größen, das ist die ganz große, das ist die mittlere. Die Farben davon gibt es jeweils auch in der anderen Größe. Und hier zeige ich euch jetzt mal die kleinste der drei Varianten. So, da kommt wie immer in so einem schönen kleinen Karton, alles ganz gut verpackt. Dann haben wir hier, wenn wir den Karton aufklappen, zwei Aufkleber. Das ist einmal die Seriennummer, damit ihr auch sicher sein könnt, die Lampe ist echt. Und damit ihr, wenn ihr irgendwas habt jemals, könnt ihr anhand der Nummer die Lampe zurückverfolgen. Und hier haben wir einen Qualitätsaufkleber von der Qualitätskontrolle. Da wurde auch nochmal geprüft, dass alles in Ordnung ist. Dann haben wir hier einen Beipackzettel, der hat diese Größe. Hier ist die Betriebsanleitung bzw. die Montageanleitung drauf. Hier vorne stehen noch ein paar Infos und was es sonst noch für Größen gibt mit einem Beispielbild. Dann, wie immer bei Louis Paulsen, die Deckenhalterung ist immer dieselbe bei allen Lampen. Das sind zwei Teile, die sind aus Kunststoff, die kann man zusammenklicken, kann man aber auch jede andere Variante nehmen. So, dann kommt der wirklich spannende Teil, das ist hier. Jetzt die kleine Größe. Diese Lampe auch nochmal ganz ordentlich in so einem kleinen Stoffsäckchen verpackt, damit nichts dran kommt. So, jetzt haben wir hier die kleinste der drei Größen in der dritten Farbkombination. Aber wie gesagt, ne, kann man alles tauschen. So, dann zeige ich euch mal die Lampe. Die hat nämlich ein ganz kleines Gimmick. Kann man so hochziehen und hier einhaken. Und dann kommt man ohne Probleme an die Sachen dran. Und wie ihr es vielleicht schon gehört habt, das ist etwas metallisch. Das ist nämlich eine Vollmetalllampe. Mit einem Textilkabel, sehr robustes Ding. Geht jede Birne bis 100 Watt rein. Da kann man lediglich um 20, das ist keine weltbewegend komplizierte Fassung. Ich finde sie sehr schön, die Pastelltöne sind auch mal ein bisschen ruhiger, nicht immer dieses knallige mit einem Mattfinish. Und ja, falls ihr die Lampe mal live sehen wollt, dann kommt uns in Berlin besuchen. Habt ihr Fragen, könnt ihr uns gerne wie immer eine E-Mail schreiben oder anrufen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen ganz wunderschönen Tag und Spaß.